Sie ist aufgeregt, kurz vor ihrer ersten Impfung gegen Corona. Die 16-jährige Vanessa wurde der Priorisierungsgruppe 3 zugeordnet und will sich vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen. Für so viel Mut gibt es nicht nur lobende Worte der Kinderärztin, sondern noch ein paar Gummibärchen obendrauf. Ja, also es ist schon, sagen wir mal, etwas seltsam, weil die ganzen Freunde noch nicht geimpft sind sozusagen. Aber es ist auch ein gutes Gefühl, weil man dann sicherer ist und jetzt, sagen wir mal, nicht so viel Angst haben muss, sich vor einem schweren Verlauf von Corona. In ihrer Praxis in Bonn bietet Kinderärztin Anila Sternberg Covid-Impfungen für Kinder ab 16 Jahren an. Doch viele Eltern sind skeptisch. Immer wieder werden Impftermine abgesagt. Dabei wäre gerade auch für die Kinder ein Impfschutz wichtig. Also ich finde es enorm wichtig, Kinder zu impfen, weil wir im letzten Jahr hier in den Kinder- und Jugendarztpraxen gesehen haben, dass Kinder und Jugendliche einfach wirklich einfach zurückgelassen worden sind ein Stück weit und vergessen worden sind, da man sie ja immer verdächtigt hat, auch die Überbringer des Coronavirus ein Stück weit zu sein. Bereits im Sommer sollen dann auch Kinder unter 16 Jahren geimpft werden können. Einen Impfzwang wird es aber nicht geben. Das hat die Regierung bereits deutlich gemacht. Man setze auf Freiwilligkeit.